Herzlich willkommen zur Ringvorlesung Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich begrüße Sie zum heutigen Vortrag mit dem Titel Erneuerbare Energien als Schlüssel für Entwicklung, Projekte des TAI-Instituts für neue Energiesysteme mit afrikanischen Partnern. Und dazu begrüße ich recht herzlich Professor Wilfried Zörner mit seiner Mitarbeiterin Karina Fromm, und auch mit dabei ist Frau Gerda Büttner vom Verein WISE-Kids, vom Ingolstädter Verein WISE-Kids, die sich um AIDS-Weise in Sambia kümmern. Als erstes möchte ich mich aber selbst vorstellen. Mein Name ist Sabine Pschorer. Ich bin Professorin an der Technischen Hochschule Ingolstadt in der Fakultät Maschinenbau tätig. Meine Fachgebiete sind Strömungsenergie und Umwelttechnik. Und ich bin auch Studiengangleiterin vom Bachelorstudiengang Energiesysteme und erneuerbare Energien. Und ich organisiere diese Ringvorlesung. Ja, und damit möchte ich nun gleich überleiten an die Vortragenden, die sich nun selber vorstellen. Bitte schön. Gerne. Vielen Dank, Sabine. Danke auch von unserer Seite insgesamt. Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute hier sein können und etwas erzählen können über, was heißt eigentlich Energie in Afrika, was bedeutet eigentlich erneuerbare Energien als Potenzial. Da freuen wir uns heute ein bisschen über Allgemeines zu erzählen und ganz speziell, was macht eigentlich das INES, unser Institut in Afrika. Und zur Vorstellung, mein Name ist Karina Fromm. Ich arbeite am Institut als Projektkoordinatorin für Projekte mit afrikanischen Partnern. Gerne. Ja, also wir freuen uns wirklich sehr, dass wir auf die Art und Weise, sagen wir, über unsere Afrika-Aktivitäten berichten dürfen. Das ist uns wirklich ein großes Anliegen und wir schätzen das Forum total. Wir entschuldigen uns mal vorab gleich ein bisschen und bitten um Verständnis, dass wir hier so entspannt rumsitzen. Entspannt heißt, dass wir in etwa 2 Meter Entfernung sitzen. Ich brauche nicht erzählen, warum das so ist. So können wir wirklich noch halbwegs vernünftig sprechen und Sie durch Afrika führen. Mein Name ist Wilfried Zörner. Ich bin seit vielen Jahren hier an der Technischen Hochschule aktiv, habe hier meinen Lebenstraum verwirklichen können und mich wirklich 20 Jahre mit erneuerbaren Energien beschäftigen können und einen zweiten Lebenstraum auch noch, das nämlich in Afrika machen zu können, zumindest zum Teil. Also ich freue mich wirklich sehr, den Abend gemeinsam zu verbringen. Und bitte wundern Sie sich nicht über eine Dame, die da hinter der Karina hinten sitzt. Das ist eben die Frau Büttner, über deren Anwesenheit wir uns auch sehr freuen, die WISE Kids vertritt und später auch noch ein bisschen was zu sich selbst sagen wird. Also schön, dass Sie alle da sind. Wir gucken jetzt so einen Bildschirm rein. Wir sind es eher gewohnt, den Menschen Auge in Auge zu begegnen. Aber wir wollen es auf jeden Fall machen und wir freuen uns, dass Sie da sind. Und wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Um einzusteigen, wollten wir ganz gerne mit dem Zitat, mit dem ja auch diese Ringvorlesung beworben wurde, und zwar mit dem Zitat von unserem noch Entwicklungsminister Gerd Müller: Mit Unterstützung Europas kann und muss Afrika der grüne Kontinent der erneuerbaren Energien werden. Das ist erstmal ein recht großes Statement. Und wir möchten gerne darüber sprechen, was bedeutet das, was sind eigentlich die Herausforderungen in Afrika im Energiebereich und was ist auch der Beitrag der THI, um diesem Ziel gerecht zu werden. Ja. Also Unterstützung Europas, das klingt ja so ein Stück weit theoretisch und sehr politisches Statement. Und wir hoffen, dass wenn wir auseinandergehen heute Abend, dass Sie eine Idee haben, wie kann sowas wirklich operativ praktisch ausschauen. Wir werden Ihnen nicht 120 Projekte um die Ohren hauen in 300 Folien, sondern einfach, wir wollen Ihnen so ein bisschen, wollen Sie ein bisschen führen durch erstmal die Herausforderungen in Afrika im Energiebereich und dann zeigen wir Ihnen an ein paar Beispielen, wie wir diese Unterstützung Europas, wie es so schön klingt, quasi auf den Boden bringen, sowohl hier in Ingolstadt, ganz klar, aber auch natürlich vor Ort in Afrika. Und Sie sehen hier schon ein bisschen zur Einführung 2 Fotos, wie erneuerbare Energien eingesetzt werden. Sie sehen links Windkraft in Südafrika und rechts eine PV-System, das eine Wasserpumpe antreibt in Mosambik.
Damit nur kurz, dass Sie wissen, was heute Abend auf Sie zukommt, nochmal in der Agenda. Also wir sprechen kurz zunächst darüber, was ist, also Afrika, eine kurze Einführung, das ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff erstmal, oder es fällt sehr viel in diesen Begriff Afrika. Dann gehen wir weiter darauf ein, wie ist eigentlich die Energiesituation, wie ist sie momentan, was für Herausforderungen bringt das mit sich und was für Chancen sehen wir eigentlich für erneuerbare Energien. Und besonders wichtig ist uns auch der Aspekt, was haben wir denn bislang schon gelernt, wenn wir erneuerbare Energieprojekte umsetzen in Afrika? Wir sind ja schon viel weiter als vor 20 Jahren. Was wissen wir heute schon? Und wollen dann weiter eingehen auf unser Institut, das INES, kurz vorstellen und Ihnen zwei Projektbeispiele nennen. Und abschließend wird das Ganze dann Frau Büttner von Wise Kids, die einfach noch etwas aus der Praxis beisteuert, wie das ganz direkt vor Ort wirkt. Das heißt, wir starten erstmal mit Afrika. Hier sehen Sie die, eine Karte, die, eigentlich eine ganz nette Karte, die vom Münchner Merkur veröffentlicht wurde, um begreiflich zu machen, wie groß eigentlich der afrikanische Kontinent ist. Ich meine, Sie sehen ja hier, praktisch ganz Europa findet Platz, gefühlt zumindest. China, Indien, USA, es ist ein Riesenkontinent, über den wir hier sprechen, von 30 Millionen Quadratkilometern mit insgesamt 54 Staaten, die international anerkannt sind. Und damit kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Erkenntnis, nämlich, dass Afrika kein Land ist, sondern Afrika ist ein Kontinent, besteht aus vielen, vielen verschiedenen Ländern. Sie sehen das da auf der Folie, 54 aktuell, 54 international anerkannte Staaten, 3000 verschiedene Ethnien. Sie sehen auch ein bisschen die Verteilung der Menschen. Sehr viele Menschen leben noch immer auf dem Land in Subsahara-Afrika. Und auch dort müssen wir uns ernsthaft beschäftigen mit dem Thema, wie können wir die Leute eigentlich dort halten? Wie können wir verhindern, dass alle diese Menschen auch in die sehr, sehr schnell wachsenden in großen Städte ziehen und die eh schon vorhandenen Probleme vielleicht noch verstärken? Und wir fanden, dass an Fotos es teilweise ganz klar wird, wie vielfältig Afrika ist und dass sich dennoch auf diesem Kontinent auch wichtige Gemeinsamkeiten finden lassen. Wir sehen jetzt eine Bilderreihe, die zeigt verschiedene Wohnsituationen in verschiedenen Ländern, beziehungsweise das dritte ist tatsächlich auch eine Solarfabrik. Man sieht, es gibt ganz verschiedene Umweltbedingungen auch in der Mitte. In Namibia ist viel Wüste, in Äthiopien sehen Sie jetzt hier viel Grün, in Lesotho ist eher bergig. Es ist wahnsinnig divers und gleichzeitig sehen Sie auf all diesen Bildern, alle diese Orte benutzen schon Solarenergie. Das heißt, einfach eine erstaunliche Gemeinsamkeit, finde ich, die sich da schon ausweitet. Und Afrika besteht nicht nur aus Hütten, wie da auf dem linken Bild, sondern wir sehen ja rechts mit der Solarfabrik, das geht also. Das heißt, es gibt Solarmodule made in Äthiopien. Das ist durchaus möglich. Das heißt, wir müssen nicht davon ausgehen, dass in Afrika das gar nicht möglich wäre. Es ist eine Frage, wie kann das erweitert werden? Wie kann auch natürlich die Politik vor Ort gestaltet werden? Weil es ist schlussendlich eine politische Entscheidung. Aber es geht. Wir sehen das an der Solarfabrik in Äthiopien. Und genau. Und was sozusagen ein wichtiger Baustein dafür ist, ist natürlich Bildung, ist Ausbildung, ist beruflicher Erfolg. Und da sehen wir in der zweiten Bilderei, finde ich, ganz schön auch einen Vergleich, wie divers es auch ist. Es ist in allen Ländern, glaube ich, ist Bildung, Ausbildung einer der Schlüssel. Und dann hat man eben, im linken Bild sehen Sie die Kenyatta University in Kenia, so eine technische Universität, wie ich gelernt habe, die da einen Mädchentag hatte. Ja, Wilfried, wo du warst. Sabine, das ist ein Girls Day in Nairobi, in Kenia. Das haben wir nicht alleine gebucht, sowas zu machen. Auch in Kenia haben wir die gleichen Themen, junge Ingenieur, MINT-Studiengänge zu bewerben. Und zufällig ist uns da diese Gruppe junger Frauen in die Arme gelaufen. Und wir fanden das ganz toll, irgendwie so ein Foto zu machen. Also Girls Day in Nairobi. Und dem steht aber gegenüber, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, auch wenn wir jetzt über Schulen, über unsere Ausstattung und über Corona sprechen, in der Mitte sehen wir eine Schule, die ist in Betrieb in Mosambik. Diese Schule ist nicht mal wasserdicht. Wenn es heftig regnet, dann kann nicht unterrichtet werden. Diese Schule besteht eigentlich nur aus ein paar einfachen Holzbänken. Das ist auch eine Realität. Und diese Realitäten werden vielleicht nochmal bewusster, wenn man es direkt vergleicht mit Europa. Wenn wir das mal ein bisschen runterbrechen auf Zahlen, also was bedeutet das eigentlich? Gerade auch, wir sprechen immer von diesem großen Kontinent, ich finde, das sieht man besonders in der Bevölkerungsstruktur. Wir sprechen jetzt schon von 1,3 Milliarden Leuten
die da leben. Und die Hälfte davon ist unter 25. Das ist eine große, wachsende, sehr junge Bevölkerung in Afrika. Und demgegenüber, wenn wir nach Europa schauen, sprechen wir von 512 Millionen, wovon auch schon 20% über 65 sind. Und interessant finde ich dabei aber auch, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, das Bevölkerungswachstum, also die Entwicklung. Man spricht wirklich von einer Verdopplung der Bevölkerung in Afrika bis 2050. Eine Verdopplung der Bevölkerung. Und gleichzeitig, wenn man nach Europa blickt, nimmt unsere Bevölkerung ab, ist die Prognose. Das ist einfach eine andere Trends, die da sichtbar werden. Besonders dieses Bevölkerungswachstum, dieses starke, ist besonders interessant, wenn man sich dann allerdings die Einkommensstruktur oder den Wohlstand ansieht. Das heißt, fürs Jahr 2019, wenn man sich da das BIP pro Kopf ansieht, sieht man einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen Europa und zwischen Afrika. Und das spiegelt sich auch im Wachstum wieder. Also 2019 ist auch in Afrika das BIP pro Kopf deutlich langsamer gewachsen als in Europa. Und was, wenn wir das, auch das müssen wir uns genau angucken, weil hier entwickelt sich ja eine Zeitbombe. Das heißt also, die Bevölkerung verdoppelt sich. Ganz, ganz viele junge Menschen, die wollen alle arbeiten und was schaffen. Von niedrigem, sehr niedrigem Niveau ausgehen. Wir sehen aber das Wachstum, das Wirtschaftswachstum ist sehr mager. Und das ist direkt, ich sage mal, da tickt eine Zeitbombe. Und diese Zeitbombe tickt am Südrand des Mittelmeers. Da können wir nicht die Augen zumachen, dem müssen wir uns wirklich stellen. Das heißt, es geht eigentlich darum, diesen Menschen vor Ort, diesen 2,5 Milliarden Menschen vor Ort, muss irgendeine Perspektive geboten werden, eine wirtschaftliche Perspektive. Sonst machen die sich auf den Weg. Ja. Und dazu ist also noch ein netter Fakt, dass die Sprachen auch deutlich größer sind in Afrika. Aber wenn wir wieder diesen Faden aufnehmen und sagen, es muss eine Perspektive geboten werden, beziehungsweise die Herausforderungen vor Ort wachsen, weil eine wachsende Bevölkerung, mehr Ansprüche, mehr Ressourcen, das spiegelt sich besonders gut im Energiebereich, auf den wir jetzt gerne genauer schauen möchten, anhand von zwei Beispielen. Stopp. Das ist auch interessant. Auch das ist, finde ich, und das hilft uns wahnsinnig. Wir lesen da, es gibt 1200 oder was auch immer, 2000 Sprachen in Afrika. Aber es gibt zwei sehr dominante Sprachen. Da mag man jetzt drüber streiten. Die kommen aus der kolonialen Zeit. Das ist Französisch auf der einen Seite, vor allem im Westen. Und das ist Englisch im Osten Afrikas, im ganzen Süden. Das ist für uns als Europäer fast schon ein Luxus, in Afrika anzudocken und in Afrika Projekte zu machen, weil wir fast immer auf englischsprachige oder auf französischsprachige Menschen treffen. Das ist also einfacher, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir wollten ja über das operative Geschäft mit Afrika sprechen. Es ist für uns einfacher, ein Projekt in Sambia oder in Südafrika zu machen, als in Süditalien, wo wir eventuell auf ganz, ganz schlecht englisch sprechende Leute treffen. Das ist ein riesen Benefit, ein riesen Gewinn. Das sehen nicht alle Afrikaner so, aber für uns ist es, und das macht es auch leicht. Also wir können als Europäer, wenn wir halbwegs Englisch sprechen, dann können wir relativ leicht in den afrikanischen Markt gehen, weil überall vor Ort Englisch gesprochen wird und ja auch in Englisch unterrichtet wird. In höheren Schulen wird in Englisch unterrichtet, an den Hochschulen sowieso. Oder in Französisch in Westafrika. Also das ist jetzt hier nur so ein Detail nebenbei, aber die Sprache, wir müssen nicht Swahili lernen, wir müssen nicht irgendwie Afrikaans lernen oder sowas oder irgendeine der vielen Sprachen in Westafrika. Es ist für uns relativ einfach, dort sprachlich Fuß zu fassen und Ansprechpartner zu finden, mit denen man telefonieren und E-Mails schreiben kann, weil wir glücklicherweise eine gemeinsame Sprache sprechen. Ja. Gut, dann springen wir über zum Energiesektor in Afrika und wir würden Ihnen gerne zuerst die Situation am Beispiel mit der Kochenergie verdeutlichen. Hier sieht man eine ganz traditionelle Kochstelle, aufgenommen in Südafrika. Wir sind in der Küche jetzt gerade eben. Ja, das ist die Küche. In dem Fall ist sie wohl draußen, sieht es so aus. Aber häufig ist das auch innerhalb der Räume. Also sie ist einfach eine offene Feuerstelle, die mit Holz oder Holzkohle befeuert wird und darauf ein Herd, ein Ofen. Hier ist auch einer mitgebracht. Zeige ich gleich noch. Das heißt, hier sehen Sie die Beispiele. Links haben wir gerade gesehen, draußen in der Mitte sehen Sie auch, was für eine Rauchentwicklung entsteht durch so eine offene Feuerstelle. Und rechts
ist eine Kochstelle, die jetzt teilweise schon im Innenraum ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hoffe, man kann es sehen. Auf dem Bild in der Mitte in Südafrika, da ist ein kleines Kind hinter der Rauchwolke. Das heißt also hier, da kann man jetzt darauf warten, bis das Kind Asthma entwickelt oder sonst irgendwas, sich eben nicht so entwickeln kann, wie unsere Kinder das können. Also das ist ein ganz zentrales Thema, die vielen Atemwegserkrankungen in Afrika, und hier sehen wir eine der Ursachen dafür. Das heißt, Sie wundern sich jetzt vielleicht, warum wir es Ihnen zeigen, aber das ist genau das eben, die überwiegende oder die Mehrheit in Subsahara-Afrika nutzt diese traditionellen Kochmethoden noch heute. Und die Folgen daraus sieht man, finde ich, ganz gut im folgenden Bild, in folgenden Bilderreihe. Und zwar einerseits bedingt es eine sehr zeitintensive Suche nach Feuerholz. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Zum anderen wird sehr viel Holzkohle produziert, was sowohl umweltschädlich ist als auch eigentlich Energieverschwendung. Und zum dritten sieht man eine ganz starke Rodung, die stattfindet und die wiederum auch die anderen Faktoren bedingt. Da wollen wir im Folgenden gleich ein bisschen näher darauf eingehen. Also das Thema Kochen mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, ist aber sehr wichtig auf dem afrikanischen Kontinent. Und wir haben jetzt nicht lange suchen müssen, um solche Fotos zu machen. An jedem Straßenrand, wenn Sie 100 Kilometer auf der Straße fahren in Afrika, dann sind Sie an 3000 solchen Ständen vorbeigefahren, wo Sie Holzkohle kaufen. Und Sie haben sehr, sehr viele Frauen mit schwerem Gepäck auf dem Kopf überholt. Das ist also nicht, wir haben uns nicht Mühe geben müssen, sowas überhaupt zu finden. Das ist der Alltag in Afrika, bedeutet für die meisten, für die Frauen viel Zeit zu verbringen, eventuell auch noch ihre Wirbelsäule kaputt zu machen und dann eventuell mit dem Fahrrad oder sowas einen schweren Sack Holzkohle nach Hause zu fahren. Ja, also es ist wirklich Biomasse, beziehungsweise das ist ja meistens dann einfach Holz oder Holzkohle, macht den größten Teil aus der gesamten Primärenergieversorgung in Afrika. Das sehen Sie jetzt hier auf dieser Grafik. Das heißt, der grüne Teil des Kuchens ist der deutlich größte. Die anderen Ressourcen, die in der Primärenergie zum Tragen kommen, sind Öl, sind Kohle, sind Gas, also alles nicht nachhaltige Ressourcen. Mir gefällt das Bild eigentlich überhaupt nicht, weil da ist grün, und grün impliziert für uns ja, das hat irgendwas Positives. Dieses Grün ist natürlich ist Biomasse, würden wir sagen, naja, das wächst ja wieder nach. Aber wenn der Wald abgeholzt ist, dann dauert es sehr lange, bis er nachwächst, falls er überhaupt wieder aufgeforstet wird, was nicht der Fall ist. Und es sind verbunden eben gesundheitliche Schäden, es kommt das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau sehr stark. Also in diesem Grün, so schön es uns erscheinen mag, in diesem Grün verbirgt sich sehr viel dunkelgrau und schwarz. Und das mag jetzt erstmal schön klingen, aber die decken die Hälfte ihres Energiebedarfs mit, man könnte sagen, mit heimischer Biomasse. Das sind aber nicht die Hackschnitzel aus dem europäischen nachhaltig bewirtschafteten Forst, sondern das sind eben, wie wir gerade eben gesehen haben, die Männer, die Bäume abhacken, und die Frauen, die schweren Bäume heimtragen. Und das können wir, das sieht zwar nett aus und ist grün, aber es müsste echt dunkel, eigentlich müsste es dunkelrot oder irgend sowas sein, weil es ist sehr unangenehm. Und was noch dazu kommt, das kann man in dem Bild nicht sehen, dass sich in den letzten Jahren, ich glaube, in den letzten 10 Jahren, hat sich der Energiebedarf in Afrika, der Primärenergiebedarf, verdoppelt. Das heißt also, auch der Umfang an Abholzung und alles, was damit verbunden ist, die extreme Holzkohlennutzung, hat sich verdoppelt. Das heißt also, wir sehen hier nicht unbedingt, dass sich das zum Guten irgendwie bewegt, sondern es geht eigentlich noch immer quasi es gibt eine Verschärfung der Situation eigentlich. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen darüber sprechen, was sind denn die Konsequenzen oder die Herausforderungen, die diese ganz traditionelle Kochweise mit sich bringt, von der wirklich, die wir über den ganzen, vor allem im Subsahara-Raum, wirklich häufig anfinden. Und das ist zum einen natürlich die Luftverschmutzung, die bereits angesprochen wurde. Weil häufig sind diese Kochstellen, also auch wenn sie außerhalb des Hauses sind, produzieren sie praktisch, nicht Abgase, aber Luftverschmutzung, aber häufig sind sie ja innerhalb auch der Häuser in der Küche angebracht. Das heißt, man schätzt ungefähr, dass 581.000 vermeidbare Todesfälle jährlich eintreten aufgrund von Luftverschmutzung. Und Krankheiten, die daraus resultieren und die vor allem Frauen bekommen, weil sie einfach in der Küche arbeiten, sind Lungenkrebs oder Herzerkrankungen, Schlaganfälle etc. Das heißt, was man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, wenn man denkt, es ist einfach bloß eine offene Feuerstelle und da steht ein Herd oder ein Ofen drauf, ist tatsächlich, dass das starke gesundheitliche Schäden hervorrufen kann.
Dann eine zweite Konsequenz oder Herausforderung haben wir auch schon angesprochen. Du, Wilfried, gerade mit dieser massiven Rodung, die stattfindet. Man spricht von 300 Millionen Tonnen Holz, die jährlich gerodet werden in Subsahara-Afrika. Das sind einfach Unmengen. Und gleichzeitig erzeugt damit Subsahara-Afrika mit dieser traditionellen Kochweise tatsächlich auch 6% der globalen schwarzen Kohlenstoffemissionen. Das kommt nur durch das Kochen. Und wir hatten es auch schon angesprochen, Feuerholz sammeln ist vor allem eine Tätigkeit, die traditionell Frauen und Mädchen übernehmen in den Haushalten. Das heißt, die müssen los jeden Tag und Feuerholz sammeln, irgendwo, wo sie es denn finden, oder Holzkohle kaufen, wenn sie das Geld dafür haben. Häufig führt es sie auch einfach in abgelegene Gebiete, wo sie dann auch immer zunehmend auch der Gefahr von Übergriffen ausgesetzt sind. Und natürlich auch Frauen und auch gerade Mädchen haben dadurch weniger Zeit für andere Aktivitäten. Das heißt, weniger Zeit für die Schule zu lernen, weniger Zeit vielleicht einer einkommensschaffenden Tätigkeit nachzugehen. Und wie viel Zeit tatsächlich das in Anspruch nimmt, ich glaube, das unterschätzt man immer. Das sieht man recht schön auf dieser nächsten Grafik, in der wirklich klar wird, dass es der tägliche Aufwand für das Sammeln von Feuerholz pro Haushalt. Und ich glaube, man kann es hoffentlich sehen, in Sierra Leone wird im Schnitt 5 Stunden am Tag dafür aufgewendet, um Feuerholz zu suchen. Jeden Tag? Das sind die Daten von 2014. Wir müssen davon ausgehen, dass es schlechter geworden ist. Der Bedarf steigt stark an. Es gibt noch wenig Alternativen. Das heißt, also, wenn wir hier eine 5 sehen oder eine 2 in Äthiopien, eine 2,3, dann können wir davon ausgehen, dass das eigentlich angestiegen ist. Also es geht in die falsche Richtung. Genau, und vielleicht können wir jetzt darauf jetzt muss ich mich doch mal bewegen hier. Bewegung ist immer gut. Was wir hier sehen, ist jetzt quasi die Alternative. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Ich hoffe, man kann es erkennen. Gebt mir mal bitte ein Zeichen. Das ist also jetzt eine moderne Kochstelle. Das ist nicht mehr das offene Feuer, sondern hier wird Holzkohle reingelegt und dann wird da eben der Topf draufgestellt. Das ist jetzt auch ein Produkt, das man an jeder Straßenecke kaufen kann. Das ist also lokal gefertigt. Man kann also sagen, super, das ist lokale Beschäftigung. Aber es ist sehr, sehr wenig effizient, sehr große Energieverluste. Das heißt, also hier braucht man einfach sehr viel Holzkohle, um zu seinem Essen zu kommen. Man kann auch sehen, ich glaube, man kann es erkennen, das ist relativ einfach gemacht, aber das ist eben lokal vor Ort produziert, wenn auch wenig effizient. Und jetzt bin ich super stolz drauf. Ich glaube, man kann es nicht so richtig gut erkennen, aber hier halte ich in der Hand quasi einen super modernen, leider immer noch ein Holzkohleofen, aber das ist schon echt modern. Und das Wichtigste, worauf ich darauf hinweisen will, das kann man hier ganz schlecht erkennen, ganz da unten, wo mein Finger jetzt ist, die Leute mit den super guten Augen, da steht drauf Made in Kenya. Das heißt also, hier haben wir echt ein Produkt, ich möchte jetzt nicht sagen Hightech oder Rocket Science, aber wir haben hier echt ein Produkt, das relativ modern ist, wo gewisse Entwicklungsleistungen schon erforderlich war und das auch eben in Kenia produziert wird. Und damit kann man sicherlich schon einiges einsparen, aber es bleibt Holzkohle. Ja. Und das heißt, es gibt inzwischen immer vermehrt Bestrebungen, dieses Problem anzugehen mit dem traditionellen Kochen, eben durch solche verbesserten Kochöfen, wie man sagt. Es gibt auch andere Bestrebungen, Solarkocher etc., da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber das Problem ist inzwischen erkannt, es ist aber noch sehr schwierig, etwa einen guten Hebel dafür zu finden. Das ist sozusagen das Beispiel, das wir Ihnen mit der Kochenergie gerne nahebringen möchten, was eigentlich Energie in Afrika häufig bedeutet. Und da ist das Thema Kochen einfach ganz vorne mit dabei. Als zweites Thema möchten wir gerne eigentlich auf unser Kernthema zu sprechen kommen, und zwar die Stromerzeugung. Hier sehen Sie eine ganz traditionelle Stromerzeugung, sozusagen ein Kohlekraftwerk in Botswana. Und das hat Wilfried selbst besucht und dann eine nicht so erfreuliche. Man muss sich einfach bewusst machen, das ist ein nagelneues Kraftwerk. Das heißt, es ist in Botswana, und man darf nicht vergessen, das zeigen wir später auch noch, Botswana ist eines der sonnenreichsten Länder der Welt. Und in Botswana wird ein neues Kohlekraftwerk gebaut. Das ist also erstmal sehr, sehr bizarr. Jetzt, wenn du nochmal eins weiterklickst, bitte, Carina. Und was mich fast vom Sessel gehauen hat bei einer Besichtigung dieses Kraftwerks, ist das Schild da oben. Das Kraftwerk wird nämlich von Chinesen gebaut. Das heißt also, die Chinesen finden sehr wohl einen Weg, quasi, wenn man so will, Energie für Afrika bereitzustellen.
Der Weg dahin ist scheinbar den Chinesen nicht so wichtig. Das ist auch, da gibt es auch sehr viele Korruptionsaffären rund um dieses Kraftwerk. Aber die Chinesen sind eben vor Ort mit einer Technologie oder mit einem Weg, Strom zu produzieren, den wir eigentlich für Botswana, auf die Idee würden wir gar nicht gekommen. Die Chinesen haben es geschafft und haben dieses Kraftwerk gebaut. Übrigens mit null afrikanischem, kein einziger Arbeitsplatz für Afrikaner, sondern nur chinesische Arbeiter auf diesem Kraftwerk. Genau, das ist so ein bisschen das Beispiel, wie es aus unserer Sicht nicht unbedingt sein sollte. Wir kommen später darauf zu sprechen, was wir für Potenziale sehen, wie es eigentlich gehen könnte. Wenn man jetzt sieht, wie denn der Status quo ist ein bisschen, was den Zugang zu Elektrizität, also zu Strom angeht, haben wir häufig den Fall, dass auf dem afrikanischen Kontinent viele Leute bis heute keinen Zugang zu Strom haben. Und die Zugang haben, leiden häufig unter viel Stromausfall, unter einem schwachen Netz, das nicht die Leistung erbringen kann, die eigentlich benötigt würde. Und in Zahlen lässt sich das ganz gut ausdrücken, dass 2018 tatsächlich nur 47% der Haushalte in Subsahara-Afrika Zugang zu Strom hatten. Das heißt, über 600 Millionen Menschen leben heute ohne Zugang zu Elektrizität in Afrika. Und das ist nochmal stärker verteilt, wenn man sich die Stadt-Land-Diskrepanz ansieht. Das heißt, auf der Landbevölkerung sind es nur 31%, die Zugang zu Strom haben. Ja, und das ist ja ein Durchschnittswert. Und nachdem wir gerade gehört haben, dass die Bevölkerung ja wächst, und sie wächst natürlich auch auf dem Land, das heißt also, die Sorge ist, und es ist eigentlich absehbar im Moment, dass die Anzahl der Leute, die keinen Zugang haben zu elektrischer Energie, noch steigen wird. Das heißt also, der Bevölkerungszuwachs ist schneller als der Aufbau von Infrastruktur. Und damit haben wir eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was wir uns wünschen, nämlich dass mehr und mehr Menschen Zugang zu elektrischer Energie haben und all seinen Benefits, die aus der elektrischen Energie resultieren. Die Bilder, die Sie sehen da links oben, das ist wieder die Schule in Mosambik, da gab es noch nie Strom. Das heißt, also dort wird auch unterrichtet. Natürlich geht es nur bei Tag, gar keine Frage. Da gibt es keine elektrischen Hilfsmittel, da gibt es keine Computer und gar nichts. Das haben wir gerade eben schon in dem Schulraum gesehen. In der Mitte in Botswana, ein typisches Dorf, wie gesagt, Botswana, eines der sonnenreichsten Länder der Welt. Da gab es noch nie Strom. Und rechts ist vielleicht auch interessant zu sehen, dass es jetzt, man kann es erkennen, das sind viele, sage ich mal, tendenziell Blechhütten. Das ist am Stadtrand von Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Und da sehen Sie quasi, die Stadt liegt eigentlich hinter diesem Hügel. Da sehen Sie quasi, wie die Menschen sich angesiedelt haben, also in die Stadt ziehen, in der Hoffnung, dort ihr Leben besser gestalten zu können. Und die Stadt ist nicht in der Lage, die Infrastruktur quasi mit anzubieten, mit dem schnellen Wachstum der Bevölkerung vor Ort. Dort werden einfach die Hütten hingestellt, dann gibt es dann keine Straßen, sondern halt nur Pisten und da gibt es auch keinen Strom. Den Strom, den gäbe es auf der anderen Seite von dem Hügel, aber da nicht mehr. Und das heißt, also diese Menschen, wenn die Sonne untergeht, ist es auch stockdunkel in diesem Stadtviertel. Ja. Und dann wollten wir Ihnen mal zeigen, es gibt ja dann immer wieder Strom. Es gibt ja eben, Städte haben Strom oder eine gewisse Prozentzahl hat Strom und wie wird das eigentlich produziert? Also was sind eigentlich die Energieträger? Und da sieht man, dass auch auf dieser Grafik ist eigentlich sichtbar, es gibt, ich hoffe, Sie können das lesen, die Erneuerbaren sind so links oben angesiedelt mit Wasserkraft dem größten Teil, 22%, Photovoltaik einem kleinen Anteil von 2% und der Rest wird unter andere Erneuerbare geführt. Das heißt, der Hauptanteil ist weiterhin von fossilen Energieträgern. Das heißt, die ganz konventionelle Stromerzeugung ist auch auf dem afrikanischen Kontinent noch wirklich ganz präsent und dominant. Es gibt ein paar Länder, sowas wie Mosambik, die zum Beispiel schon mehr auf Wasserkraft setzen, aber es gibt eben auch Länder wie Südafrika, die noch ganz stark abhängig sind von fossilen Energieträgern. Und das hat Auswirkungen, diese Grafik wollen wir Ihnen gerne zeigen, weil auch dann, wenn es Strom gibt, ist der, wie wir vorher angesprochen haben, häufig nicht verlässlich. Und das hat ja Auswirkungen, die weite Konsequenzen haben. Also vor allem auch, wenn man die erste Karte ansieht für Unternehmen. Hier sehen Sie, für manche Länder waren keine Daten verfügbar, aber Sie sehen, viele der Länder sind in dunkelblau hinterlegt. Das heißt, sie haben sehr wenig Zugang zu verlässlicher Stromversorgung.
Das hat natürlich... Und wie soll ich produzieren, wenn jeden Tag der Strom 2 Stunden wegbleibt, ungeplant? Wie soll ich ein Business entwickeln, wenn ich keine flächendeckende Energieversorgung habe? Und da sehen wir, wie das Ganze quasi sich so in Richtung eines Teufelskreises entwickelt. Ja, genau. Das heißt, die Herausforderungen sind auch sehr mannigfaltig auf diesem Gebiet. Und wir haben jetzt mal ein paar exemplarisch rausgestellt, unter anderem natürlich die Auswirkung auf die Bildungsmöglichkeiten. Wenn ein Haushalt oder eine Schule keinen Strom hat, bedeutet das natürlich, dass es auch abends kein Licht gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, auch abends noch zu lernen, zu studieren. Es gibt auch keine Möglichkeit, zum Beispiel den Umgang mit Computern zu erlernen und irgendwie sich mit Digitalisierung näher zu beschäftigen. Das heißt, Strom ist dann wirklich auch ein Bildung. Ohne Strom ist man schnell auch abgehängt im Bildungssektor. Denn was du gerade angesprochen hattest, Wilfried, natürlich die Erwerbstätigkeit. Denn ohne Strom kann häufig auch einfach keine lokale Wertschöpfung erfolgen. Die Produkte können nicht weiterverarbeitet werden, weil man braucht ja vielleicht eine elektrische Mühle oder man braucht irgendein elektrisches Gerät, das man nicht betreiben kann. Das heißt, häufig bleiben Produkte in ihrem Rohzustand, gerade was landwirtschaftliche Produkte angeht. Und dann machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass selbst dann, wenn Strom vorhanden ist, die Tarife häufig einfach unerschwinglich sind, sowohl für Haushalte als auch Unternehmen, die sich dann vielleicht selbst irgendeinen schlecht funktionierenden Dieselgenerator anschaffen, um irgendwie eine gewisse Stromsicherheit herzustellen. Ja. Eigentlich die Leute, zumindest die in der Stadt, die haben eigentlich, wenn man so will, 2 Stromquellen. Sie bezahlen relativ hohe Tarife für den Netzstrom. Das Netz ist aber so instabil, so unzuverlässig, dass die sich nebenbei auch noch einen kleinen Generator kaufen müssen. Das heißt also, die sind doppelt eigentlich gestraft und der kleine Generator läuft mit Benzin oder Diesel und das ist natürlich auch nicht die Lösung für unsere Umwelt- und Klimathematik. Ja. Genau. Und auch hier haben wir wieder den Punkt Gesundheit, der ja auch bei der Kochenergie oder beim traditionellen Kochen ganz oben steht. Das ist jetzt vor allem auch eigentlich ganz interessant, wenn man sich die Landwirtschaft wieder ansieht, weil man schätzt, dass so 30-50% der landwirtschaftlichen Produkte verderben, weil es keine Weiterverarbeitungs- oder Kühlmöglichkeiten gibt. Es hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel vielleicht in einem Dorf viele die gleichen Produkte anbauen und dann alles zur gleichen Zeit ernten und dann ist ein Überangebot da. Und Sachen verfaulen, weil sie nicht verkauft werden können. Und dadurch aber kann nichts zurückgelegt werden für andere Jahreszeiten. Ja. Und natürlich auch wichtig, was wir gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Corona und Impfungen etc. und Medikamenten, wenn keine Kühlung vorhanden ist, wenn kein Kühlschrank betrieben werden kann, ist natürlich wahnsinnig schwierig, dann eine gute medizinische Versorgung zu erhalten. Für uns alle Selbstverständlichkeiten. Wahrscheinlich reden wir irgendwo in viele Fragezeichen rein. Alles selbstverständlich für uns. Naturgegeben, Strom kommt aus der Dose. In vielen Regionen in Afrika ist es eben ganz anders und das ist eine der zentralen Herausforderungen vor Ort. Ja. Und da kommen wir zum positiven Schwenk. Denn Afrika hat nicht nur viele Herausforderungen, sondern auch ein wirklich großes Potenzial für erneuerbare Energien. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer ansehen. Also das ist jetzt nicht nur ein Sonnendach. Also da ist oben auch was drauf, aber da reden wir später noch drüber. Also das ist nicht nur, um Schatten zu machen, damit die Leute nicht schwitzen, sondern das hat auch noch einen anderen Zweck, aber kommt später eben. Genau. Und zwar wollen wir uns anschauen, erneuerbare Energien. Hier haben wir wieder Beispiele, wie sie schon eingesetzt werden, unter anderem Windkraft und hier 2 verschiedene PV-Systeme in Namibia und in Mosambik. Und diese installierte, oder sagen wir mal vor allem mit PV, hat auch sehr viele positive Konsequenzen. Hier links zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, es kann keine Weiterverarbeitung von Produkten stattfinden ohne Strom. Hier links sieht man in Sambia, das hast du besucht, nicht wahr? Da war eine Getreidemühle dann. Ja, also man sieht im Vordergrund die Solaranlage und im Hintergrund diese blaue Halle. Das ist eine Getreidemühle, die haben wir besucht und die Leute sind unglaublich stolz auf ihre, die betreiben das selbst. Leider ist es auch eine chinesische Stiftung, die das hingebaut haben. Aber die betreiben das selbst, die sind jetzt selbstständig, die können aus ihrem Getreide wirklich ein weitergehendes Produkt machen. Die kommen von weit her, um ihre Rohprodukte dahin zu fahren und dann mit dem gemahlenen Getreide nach Hause zu fahren. Das ist, also würden wir sagen, ein Riesenerfolg, komplett in der Pampa, ein Riesenerfolg und zeigt, was man mit nur ein paar Solarmodulen eigentlich machen kann. Ja,
was aus einfach nur Stromzugang wieder sofort Business entstehen kann, ist es ja eigentlich das Spannende. Und nicht nur Business, in der Mitte des Fotos zeigt auch einfach ein Haushalt. Also auch Haushalte haben für ihren privaten Gebrauch, können sie Strom nutzen, sei es eben einfach in Anführungszeichen nur für Licht, aber eben vielleicht auch, um selbst ein kleines Business zu Hause aufzumachen. Da sind ja viele Möglichkeiten offen. Und ganz recht, was ich auch spannend finde, ist, dass auch natürlich erneuerbare Energien an sich Jobmöglichkeiten bieten. Also das ist ein Foto von einem kleinen Solarunternehmer in Sambia, der praktisch dann selbst PV-Module vertreibt. Das ist sozusagen, um Ihnen einen Einblick zu geben, was für verschiedene oder vielfältige Möglichkeiten es gibt. Und die werden leider bislang noch sehr wenig ausgeschöpft. Das heißt, wenn man sich diese Karte anschaut, da sieht man sozusagen die weltweite horizontale Sonneneinstrahlung. Und rot bedeutet sehr viel Sonne. Mal einfach gesagt. Und wenn Sie genau hingucken, mit guten Augen sehen Sie ganz oben das Eckerl. Da links oben, das ist Europa, oder in der Mitte oben, das ist Europa, da sehen wir eigentlich kein Rot. Wenn wir ganz optimistisch sind, sehen wir ein bisschen Orange in Südspanien, vielleicht auch auf den griechischen Inseln oder auf Sizilien oder in der Türkei. Aber das ist noch immer nicht so richtig mega spannend. Wenn Sie weiter nach Süden schauen und da, wo es rot ist oder sogar purpurrot, da sehen Sie, wenn Sie die Zahlen vergleichen, da sehen Sie, wir haben in einem großen Teil Afrikas Sonneneinstrahlungen, die Faktor 2, Faktor 2,5. Das heißt also, mit der gleichen Solaranlage können Sie im Süden Afrikas 2,5 mal so viel elektrische Energie produzieren. Und das sind natürlich erstmal irrsinnige Potenziale. Das macht auch das wirtschaftlich interessant. Aber es ist eben noch nicht wirklich genutzt worden. Genau. Und wie es bislang genutzt wurde, zeigen wir auf der nächsten Folie. Das gibt Ihnen mal einen Überblick über, was für eine PV-Kapazität ist denn inzwischen installiert. Also das Jahr ist 2018, aus dem die Daten sind. Und es ist nach Region gegliedert. Und 2018 insgesamt auf dem afrikanischen Kontinent spricht man von 5,1 Gigawatt. Und was hattest du vorher gemeint, was dann in Deutschland schon installiert ist? Naja, interessant ist ja auch die Zahl für 2030. Ja, also erstmal sieht man auf dem Bild, dass, sagen wir, unglücklicherweise im Norden, in dem ja eigentlich die Bevölkerung nicht so stark konzentriert ist, außer vielleicht in Ägypten, im Norden wird also deutlich mehr investiert, offensichtlich in Solarenergie. Das sind aber interessanterweise auch die Länder, in denen aktuell zum Beispiel unser Gas, unser Erdöl herkommt, Libyen, Algerien. Also da wird wirklich, da werden die fossilen Energieträger zumindest sinnvoll investiert. In erneuerbare Energien. Aber interessant ist die Zahl, die Prognose für 2030. Sie sehen hier so einen Wert von 70 Gigawatt für ganz Afrika. Jetzt nehmen wir mal an, aktuell 1,3 Milliarden. In 2030 sind es dann vielleicht 1,5 Milliarden. Also 1,5 Milliarden Menschen greifen dann zurück auf 70 Gigawatt, wenn das überhaupt so eintritt, was jetzt erstmal prognostiziert wird. Zum Vergleich, in Deutschland leben gut 80 Millionen und installiert sind jetzt schon, 2020 sind jetzt schon über 50 Gigawatt. Das heißt also, dieses kleine Eckerl-Fleckerl Deutschland mit den klimatischen Bedingungen, die wir alle kennen, haben wir heute den ganzen Tag erlebt, dieses kleine Eckerl hat in etwa die gleiche Größenordnung installierter Solarleistung wie der gesamte afrikanische Kontinent mit 1,5 Milliarden Menschen und viel besseren klimatischen Bedingungen. Das heißt, da wäre eigentlich wünschenswert, dass der Trend noch zu einer viel stärkeren Zunahme von Solarenergienutzung ginge. Bevor wir jetzt auf unsere Projekte eingehen oder Ihnen vorstellen, was wir an der CHI machen, um dieses Potenzial mit zu fördern, vielleicht vorher noch ein Ausblick, was wichtig ist oder was wir gelernt haben oder was allgemein inzwischen der Stand ist, was wichtig ist, wenn man solche erneuerbare Energieprojekte umsetzt. Und da hast du noch ein Bild eingefügt, und zwar. Ja, erstmal hat dir das Bild so gut gefallen, ja, mit der Schwester. Die Schwester ist die Chefin einer Schule, die junge Leute ausbildet. Junge Leute vornehmlich aus schwierigen Lebenssituationen, aus zerrissenen Familien und so weiter. Dort werden die jungen Leute handwerklich ausgebildet. Das hat uns schon sehr, sehr beeindruckt, aber es ist im Grunde halt eine kirchliche Initiative. Das hat jetzt noch nicht die Größenordnung, die wir uns wünschen. Und handwerkliche Ausbildung ist natürlich auch nicht auf dem gleichen Niveau, wie wir das in Europa oder in Deutschland sehen. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, dass an vielen, vielen Stellen die Menschen auch selbst vor Ort die Initiative ergreifen und was machen.
Und was uns gefallen hat, das ist das Bild, wenn du das so lieb bist, das mal einblendest, Carina, das Bild war nämlich an der Wand von einem der Gebäude dort, das ist eben das Community Training Center für die Jugend. Und dort steht dieser schöne Satz, der uns sehr gut gefallen hat. Bitte gib mir keinen Fisch, sondern bring mir bitte bei, wie ich selbst fischen kann. Und das ist im Grunde, das könnte man eigentlich auch über das Ines drüber schreiben, über unsere Ines-Aktivitäten in Afrika. Wir schweben hier nicht ein mit dem Helikopter und vollbringen gute Taten in Afrika und bringen Geld oder sonst irgendwas mit, sondern wir verstehen unseren Auftrag eigentlich dazu, die Menschen dort in Lage zu versetzen, selber zu fischen oder im übertragenen Sinne selbst ihre Anlagen zu bauen, selbst bessere Öfen zu bauen, selbst ihre Solaranlagen zu planen und umzusetzen. Das ist eigentlich unser Ansatz. Und die Leute auszubilden, die das machen können, das ist unser Ansatz am Ines, wenn wir über Afrika reden. Und das fanden wir so passend eigentlich zu dem, was wir machen. Dort ist es halt eine kirchliche Einrichtung in Sambia. Aber das passt eigentlich sehr gut zu der ersten, sozusagen, was wir für uns am Ines auch wichtig ist, ist wirklich diese gemeinsame Projektentwicklung. Das heißt, wir versuchen wirklich lokale Bedürfnisse einzubeziehen, ist sehr, sehr wichtig, um auch zu sehen, ist die technische Lösung, die vor Ort entwickelt wird, ist sie überhaupt erschwinglich für die Leute vor Ort und besteht überhaupt Bedarf daran? Und wenn man die Leute wirklich von Anfang an mitnimmt, das kennt man ja auch aus dem eigenen Kreis, dann entsteht ein viel größeres Bewusstsein für so ein Projekt, ein viel größeres Eigenengagement und sogenannte Ownership. Und wenn das nicht passiert, wenn einfach nur vom europäischen Schreibtisch aus eine Lösung entworfen wird für so ein Energieprojekt, das vielleicht gar nicht abgestimmt ist mit den lokalen Gegebenheiten, kann das schnell zu etwas führen, was man der weiße Elefant nennt. Also ein Projekt, das überdimensioniert ist oder einfach nicht zu den lokalen Gegebenheiten passt. Und da haben wir ein leider sehr schönes Beispiel dazu. Willst du das wirklich zeigen? Ich würde da wieder hingehen, ja. Also es ist, ganz schnell. Es ist sehr, sehr ernüchternd. Wir haben ja schon kurz diese Anlage, also eine Solaranlage im Hintergrund, in dem bläulichen Gebäude steht ein großer Batterieblock. Das ist nagelneu. Ich kann mich erinnern, das ist in dem Jahr, bevor wir kamen, also bevor 2019, 2018 ist es quasi eröffnet worden. Es ist finanziert von der Europäischen Union. Also eigentlich klasse, würde man sagen. Diese Solaranlage mit einer großen Batterie war gedacht, um ein Dorf mit Strom zu versorgen, das quasi hinter uns liegt. Diejenigen unter Ihnen, die super gute Augen haben, die können aber sehen, dass da rechts oben, so ein bisschen unterhalb von dem Dach, da kann man so einen Fluss erkennen. Also nur die mit ganz guten Augen. Glauben Sie es mir einfach, da rechts hinter dem blauen Gebäude ist ein großer Fluss. Dieser Fluss schwellt jedes Jahr zur Regenzeit so massiv an, dass das Dorf jedes Jahr überschwemmt worden ist, mehr oder minder, sodass irgendwann die Menschen wirklich die Schnauze voll hatten und quasi das Dorf abgesiedelt worden ist. Das heißt, das Dorf, das die Solaranlage versorgen sollte, das gibt es nicht mehr. Das ist inzwischen 5 Kilometer entfernt, quasi den Berg hoch, damit es nicht mehr in der Regenzeit überflutet werden kann. Jetzt steht diese Solaranlage, diese nagelneue Solaranlage, europäisch finanziert, steht da rum und die Leute wissen echt nicht, was sie machen sollen damit. Und das ist ein schönes Beispiel. Wir haben uns spontan gefragt, wie kann man sowas machen? Hat denn niemand drüber geredet mal? War niemand mal in der Regenzeit da? Hat keiner gemerkt, dass das Dorf bald weg sein wird? Es ist ja auch nicht so, dass ein Dorf innerhalb von einer Woche quasi entscheidet, wegzuziehen. Das heißt also, ich würde sagen, hier war wahrscheinlich die Idee, der Gedanke war gut, aber möglicherweise hat man übersehen, mit dem Dorfvorsteher, mit den Leuten dort zu sprechen und schon einzufangen, hoppla, wir ziehen ja eigentlich weg, baut doch die Solaranlage bitte 5 Kilometer weiter auf. Also das ist sehr frustrierend und die Leute, als wir die besucht haben, haben uns gefragt, was können wir denn mit dem Strom machen? Also das muss man sich mal geben. In dem Dorf gibt es keinen Strom. Wo soll der auch herkommen? Dafür war eine Solaranlage geplant. Und jetzt stehen wir im Schatten unter der Anlage und die Leute fragen uns, was sollen wir mit diesem Strom machen? Fürs Dorf können wir nicht nutzen. 5 Kilometer ist zu weit, da sind die Verluste zu groß. Habt ihr Ideen, wie wir das nutzen können? Und das ist eigentlich schade. Eigentlich müssen wir die Anlage abbauen und woanders wieder aufbauen. Ja. Genau, das war praktisch ein Beispiel, wie es nicht gemacht werden sollte. Der Fokus ist wichtig, einfach eine gemeinsame Projektentwicklung anzustreben. Auch wichtig ist, das hatten wir vorher schon gesagt, dass man versucht, auch lokales Fachwissen aufzubauen, weil gerade bei so technischen Projekten kann es auch sein, ist der Aufbauende weg, verfällt die Anlage. Das heißt, es ist wirklich wichtig, auch vor Ort Kapazitäten und technisches Fachwissen zu stärken.
sodass dann auch am Schluss lokales Fachpersonal die Anlage warten kann, sich reparieren kann, sich darum kümmern kann und man das Projekt auch guten Gewissens dort lassen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, eigentlich Ausbildungsprogramme zu entwickeln auf Hochschulebene, aber auch auf Techniker, auf handwerklicher Ebene, um die Leute in die Lage zu versetzen, selbstständig, wenn die Anlage installiert ist, selbstständig Probleme zu lösen, selbstständig eine Wartung machen zu können, damit eben nicht Leute aus Südafrika oder vielleicht aus Europa sogar einfliegen müssen. Mit einem Flug ist die Anlage wirtschaftlich wieder getötet worden. Genau. Außerdem die lokale Wirtschaft mitzunehmen und zu stärken. Das hatten wir vorher schon gesagt, dass wenn sich ein Zugang zu sauberer oder zu erneuerbarer Energie etabliert ist, das wirklich als Katalysator dienen kann für eine lokale wirtschaftliche Entwicklung. Und da links ist, meintest du, aus Äthiopien ein Bild einer dort produzierten Solarlampe. Ja, die Lampe kommt auch wieder aus dieser Solarfabrik, die wir ganz zu Beginn ja schon gesehen haben. Die Leute sind unglaublich stolz. Sie sehen da links unten die Flagge Äthiopien, sind unglaublich stolz auf eigene Produkte. Und was uns auch wichtig ist, ist die Botschaft, es geht nicht darum, in den afrikanischen Dörfern irgendwie Strom zu generieren, damit die ihr Handy laden können und Fernsehen gucken. Natürlich ist das schön und ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich das, was wir hier als Productive Use verstehen, nämlich quasi Energie anzubieten, um etwas produzieren zu können, um quasi Wertschöpfung generieren zu können. Und dann können die das auch bezahlen, den Strom, und dann können die ihre Kinder in die Schule schicken. Und dann haben wir viel mehr gewonnen, als einfach nur Fernsehen gucken. Und als vierten Punkt würden wir noch sagen, dass Energie einfach eine ganz große Breitenwirksamkeit hat. Das heißt, solche Sektoren wie Bildung, wie Gesundheit, wie Geschlechtergerechtigkeit werden dadurch alle mit angesprochen und mit angeschoben. Das heißt, ein Zugang zu Energie kann wirklich eine große positive Wirkung entfalten. Und jetzt ein bisschen, nachdem wir es jetzt so durchgeführt haben, durch ein bisschen Afrika-Einführung und was ist eigentlich der erneuerbare Energiesektor, was gibt es zu beachten, würden wir Ihnen jetzt gerne noch aufgrund der Zeit etwas verkürzt unser Institut vorstellen und zwei beispielhafte Projekte, damit dann auch noch Frau Büttner von Wise Kids zu Wort kommt. Fast alles gesagt. Genau, das heißt, Wilfried, möchtest du vielleicht kurz... Ja, wir versuchen da wirklich, die Daten sind auch im Internet leicht zugänglich. Wir versuchen sie schnell ein bisschen mit unserem Institut vertraut zu machen. Es gibt uns seit etwa 20 Jahren, wir müssen nächstes Jahr eine richtig tolle Feier machen. Dann ist ja Corona schon längst Vergangenheit. Wir sind in verschiedenen Bereichen forschend aktiv, sind 5 Professoren aus der Fakultät für Maschinenbau bei uns im Einsatz. Wir haben etwa 30 wissenschaftliche Mitarbeiter, alles junge Leute, die promovieren wollen, die ihre Masterarbeit machen wollen oder die interessante Projekte machen wollen, wie die Carina. Sie sehen, wir handeln im Jahr etwa 2,5 Millionen Euro, um unsere Leute zu bezahlen, unsere Aktivitäten zu finanzieren. Und natürlich ist es für uns wichtig, dass wir mit der Industrie zusammenarbeiten, mit der Industrie in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Wir führen auch immer wieder mal die Industrie aus Deutschland, wir nehmen die mit nach Afrika, um vielleicht neue mögliche Märkte zu eröffnen. Also das ist auch für uns ganz wichtig. Wir handeln sehr viele parallel, viele Projekte. Das ist ganz klar. 30 Leute wollen ja auch interessante Themen bearbeiten. Ich möchte jetzt gar nicht so viel darauf eingehen. Verschiedene Arbeitsbereiche. Unten drunter das Graue. Vielleicht noch interessant, wir haben einen extra eigenen Bereich im Institut, der sich nur mit, sage ich mal, Projekten beschäftigt, die entweder einen regionalen Austausch betreuen sollen, wie mit den regionalen Unternehmen in Region 10 zum Beispiel, gibt es mehrere größere Projekte, wo wir Unternehmen zusammenführen im Solarbereich oder im Bioenergiebereich. Aber wir haben auch eine extra Gruppe, die sich nur mit dem Thema internationale Projekte beschäftigt. Und das ist auch die Heimat eben von Carina. Genau. Und dann überspringen wir das vielleicht und kommen direkt zu den internationalen Projekten. Das ist unsere INES-Aktivitäten in Afrika haben sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren, wenn ich das richtig sehe, wirklich verstärkt stattgefunden. Sie sehen hier auf diesem Graphen oberhalb die ganzen Projekte, die durchgeführt wurden, die jetzt auch in den letzten Jahren stark zugenommen haben und darunter auch eine Ausweitung des Netzwerkes mit afrikanischen Partnern. Und das sieht man vielleicht auf der Afrika-Karte noch besser. Ja, ich muss aber eine Story erzählen. Das ist das Bitte. Projekt ganz, ganz links. 2004, 2005
Da steht überraschend ein Augustinerpater bei mir im Büro. Das ist kein Witz, was ich hier erzähle. Also ein Augustinerpater mit seiner komischen Kleidung steht im Büro, hat sich durchgefragt zu mir und hat gefragt, ob wir irgendwas machen können mit Solarenergie. Das ist im Kongo, in Zentralafrika, ein Gebiet, in dem seit Jahrzehnten die Menschen aufeinander schießen. Der Augustinerorden betreibt dort eine Klinik. Und der Pater hat mir eben lang und breit erklärt, wie das ist in der Klinik. Die haben zwar einen Dieselgenerator, aber der wird immer geklaut von irgendwelchen Rebellen. Diesel wird geklaut. Die haben also keinen Strom. In einer Klinik haben die keinen Strom. Die Geburten werden nachts bei Kerzenlicht durchgeführt. Die haben keine Möglichkeit, Medikamente zu kühlen. Und wir haben dann gesagt, boah, super, da machen wir was. Und haben das dann als Studentenprojekt angeboten. Und es war für mich eine unglaublich tolle Erfahrung. Wir haben gedacht, naja, da wird sich schon ein paar Studenten finden, die bei diesem Projekt mitmachen wollen. Aber nein, es waren so viele. Wir haben nicht nur eine Gruppe, wir haben zwei Gruppen, zwei riesig große Gruppen an Studierenden gehabt, die mit voller Begeisterung, damals ja mit Internet noch nicht so toll, kommuniziert haben mit dem Kongo, mit den Schwestern in der Klinik vor Ort. Also technische Studierende mit den Schwestern vor Ort, wie sind die Bedarfe, wie sieht es dort vor Ort aus? Und wir haben es wirklich geschafft, auf sehr abenteuerliche Weise eine Solaranlage, eine relativ große Solaranlage dorthin zu bringen in den Kongo, durch ein Rebellengebiet. Und es ist immer noch für uns einfach sehr, sehr, sehr befriedigend, wenn wir die Bilder sehen, das haben wir jetzt leider nicht dabei, wie dort die Solaranlage aufgebaut ist und die hoffentlich jetzt die Frauen bei Licht entbinden können und hoffentlich vielleicht sogar moderne Medizin gemacht werden kann, weil eben Strom verfügbar ist. Das muss ich einfach erzählen, sorry. Das war so ein bisschen der Einstieg in Afrika, im Kongo, ist ganz schwieriges Terrain, aber so richtig, sagen wir mal, richtig intensiv in Afrika sind wir seit etwa 10 Jahren. Und auch tatsächlich in vielen verschiedenen Regionen in Afrika. Das ist eine Karte, die finden Sie auch auf unserer Webseite. Falls Sie ein bisschen mehr dazu erfahren möchten, da finden Sie auch Informationen zu den ganzen Projekten, die jetzt hier in bunten Farben hinterlegt sind. Wir würden jetzt ganz gerne abschließend nur einen Ausblick geben auf zwei oder vielleicht auch nur ein Projekt im Rahmen der Zeit. Sie können sich dann auf der Webseite wirklich genauer informieren oder uns auch einfach gerne kontaktieren, wenn Sie Nachfragen zu einem bestimmten Projekt haben. Das heißt, kurz, ich glaube, ich stelle jetzt einfach nur ein Projekt kurz vor, damit die Frau Büttner auch noch zum Zuge kommt. Das zweite erwähnen wir noch kurz. Das ist ein Projekt in Namibia, das gerade aktuell läuft, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, über 1,2 Millionen, das wir mit deutschen Hochschulpartnern und auch einem deutschen Industriepartner machen. Und da geht es darum, Sie sehen hier Namibia mit Windhoek, der Hauptstadt in der Mitte, diese drei roten Punkte, das sind drei Gemeinden in Namibia, deren Energieversorgung zu analysieren. Das heißt, da sind sogenannte Inselnetze installiert und wir untersuchen, inwieweit die Leistung bringen, wie man sie verbessern kann, wie die Situation ist. Und Sie sehen hier, das ist sehr weit weg von der Hauptstadt. Also zum Beispiel hier nach Tsumkur, nach rechts, fährt man doch viele Stunden auch über teils sehr, sehr unwegsames Gebiet. Also in diese Teile wird nie ein reguläres Netz kommen. Das heißt, da müssen individuelle Stromlösungen oder Energielösungen gefunden werden. Bevor du weitermachst, wir haben ja gerade darüber berichtet, dass wir nichts alleine hier vom Schreibtisch in Ingolstadt aus machen. Mhm. Jetzt zeigst du hier aber nur deutsche Partner. Das ist richtig, das ist eine sehr schräge und für uns sehr unglückliche Konfiguration, aber das Bildungsministerium fördert in diesem Projekt blöderweise nur deutsche Einrichtungen, zwei Hochschulen oder drei Hochschulen und auch eine Firma, IWT Solar. Natürlich haben wir Partner vor Ort, wir arbeiten mit zwei Hochschulen vor Ort und wir arbeiten auch mit Industriepartnern, aber blöderweise können die nicht gefördert werden. Also das hat kapiert niemand und wir tun uns sehr schwer natürlich, die Partner vor Ort einzubinden, weil auch da werden ja Kosten verursacht, auch da sind Mitarbeiter beschäftigt. Aber das Förderprogramm gibt es nicht her, aber ich möchte schon noch mal extra sagen, nicht, dass Sie jetzt glauben, naja, erzählen die groß von wegen Einbindung der lokalen Player und dann sind hier nur Bayreuth und Neu-Ulm auf der Folie. Nein, wir haben natürlich Partner vor Ort, aber blöderweise können die nicht gefördert werden, was uns eigentlich sehr wehtut, weil die sind ja eigentlich die Wichtigeren vor Ort. Sie können sich vorstellen, Carina, du erklärst das Projekt ja, das läuft seit jetzt 1,5 Jahren.
Und wir waren aber seit langer Zeit nicht mehr da. Sie brauchen nicht lange erklären, warum wir nicht da waren. Und deshalb spielen natürlich die lokalen Partner eine ganz wichtige Rolle, weil das Projekt ist vorangegangen. Wir haben eigentlich unsere Arbeit schon gemacht. Aber wir hätten jetzt eben nicht einfliegen können. Es gab keine Flüge, wir konnten da nicht hin. Wir als Ausländer hätten uns auch nicht gar nicht bewegen können im Land. Aber die Locals natürlich schon. Deshalb sind die lokalen Partner sehr wichtig. Auch sorry, wenn sie nicht auf der Folie drauf sind. Sorry. Das stimmt, das ist absolut wichtig. Das heißt, es ist wirklich ein deutsch-namibisches Verbundvorhaben, in dem wir eben solche sogenannte Inselnetze bzw. Minigrids untersuchen. Das heißt, es sind einfach kleine PV-Anlagen oder so klein sind sie teilweise gar nicht, die jeweiligen Dörfer versorgen. Und wir untersuchen eben, wie kann das optimiert werden, was für Businessmodelle können dahinter entstehen, wie wird das eigentlich genutzt in dem Dorf, alles mit dem Anspruch, diese Versorgung zu optimieren und vielleicht auch eine Blaupause zu entwickeln, wie man andere Gemeinden in Namibia ähnlich versorgen könnte. Das ist wirklich der Anspruch, lokal mit den Partnern zu sehen, was ist wirklich wirtschaftlich rentabel, wie ist es gut zu warten, wie können wir das technisch noch optimieren, die Auslegung, und wie kann das ganze Konzept nachhaltig in der Gemeinde funktionieren. Und es ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, ich weiß nicht, ob du die Folie noch zeigst mit dem Projekt, ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Natürlich sind wir hier Ingenieure an der Technischen Hochschule Ingolstadt, im Wesentlichen im Institut für neue Energiesysteme, das sind eigentlich Ingenieure, die wollen in der Technik forschen, aber wenn man sich nur mit den technischen Fragestellungen vor Ort beschäftigen würde, würde man deutlich zu kurz springen. Das sind eben nicht nur technische Probleme, sondern auch viele, viele andere wirtschaftliche Probleme, Probleme im Verständnis der Menschen für Solarenergie und so weiter. Und deshalb sehen Sie auch in dem Beispiel nur ganz kurz, da ist die Uni Bayreuth an Bord, also die Sozialwissenschaftler, die Geografen, die genau untersuchen, was haben die Menschen für Verständnis von Solarenergie, wie sehen die eigentlich ein Minigrid im Vergleich zu einem richtigen, sagen wir, richtigen Stromnetz und so weiter. Also da gibt es wichtige andere Disziplinen. Die Hochschule Neu-Ulm kümmert sich vor allem um die wirtschaftlichen Aspekte. Also das heißt, so ein Projekt wird aus unserer Sicht erst so richtig rund und erst so richtig erfolgreich, wenn wir uns nicht auf die Technik zurückziehen, die ist an manchen Stellen auch ganz gut gelöst, sondern wenn wir das ganzheitlich anschauen, so ein Projekt, und eben versuchen, auch eine ganzheitliche Lösung für die Menschen vor Ort zu generieren. Und Sie sehen auch da IBC Solar drin, das ist eine bayerische Solarfirma, die aktuell einen Standort, also eine Niederlassung in Südafrika haben. Und für die IBC Solar ist Namibia einfach ein zukünftiger wachsender Markt, und das ist deren Interesse eigentlich, an so einem Projekt teilzunehmen. Da sehen Sie auch ein Stück weit, dass wir sind hier nicht die Missionare, sondern wir nehmen natürlich auch Unternehmen mit und Partner mit, die ihre eigenen Interessen haben und da einen neuen Markt sehen. Aber schlussendlich geht es darum, dass die Menschen am Ende des Tages eben nicht Dunkelheit haben, sondern Licht und studieren können und lernen können und eben auch vielleicht was produzieren. Genau. Das ist mein aktuelles Projekt, das ich persönlich betreue auch. Ein Ausblick noch auf was kommt, voraussichtlich hoffentlich ab Januar, ist das sogenannte Seed-Projekt. Da geht es darum, dass wir jetzt weggehen vom ländlichen Raum und in die städtischen Räume blicken und da vor allem in das, was Sie vorher, wenn Sie sich an das Foto erinnern, in Namibia, diese Zuwächse an die Hauptstädte, die da teilweise noch sehr unreglementiert sind, wo keine Infrastruktur besteht etc. Diese Orte wollen wir uns ansehen und prüfen, wie können wir da umfassende Energiekonzepte entwickeln, sogenannte Energiehubs, die der Bevölkerung dort einen guten Zugang zu Energie bieten, einerseits und andererseits wirklich auch lokales Business anstoßen und all die Punkte, über die wir vorher schon gesprochen hatten. Das ist sozusagen für in Kenia und in Mosambik sind da die Partner. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wir haben seit vielen Jahren arbeiten wir mit Mosambik und mit Kenia zusammen und endlich haben wir es geschafft, auch wirklich gemeinsam mal ein Projekt finanziert zu bekommen. Das ist in den letzten Genehmigungsstadien. Wenn wir uns wieder mal treffen, nächstes Jahr oder in 2 Jahren, dann können wir da gerne darüber berichten. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Und da sehen Sie, dass wir natürlich eben auch Partner, die Uni in Kenia, in Nairobi aber auch die Uni in Maputo, die sind natürlich mit an Bord und die bringen dann wieder lokale Partner mit ins Projekt ein, und das wird sicherlich noch sehr interessant werden. Denke ich auch, ja. Das sind jetzt nur Ausschnitte von Projekten. Wir haben viele andere auch schon gemacht in Afrika und wir wollen auch noch viele mehr machen. Und jetzt würden wir aber ganz gerne noch zum Abschluss auch an Frau Büttner übergeben, damit die Ihnen noch ein bisschen darlegen kann aus ihrer langjährigen Erfahrung im Verein, was genau es eigentlich bedeutet, wenn man keinen Energiezugang hat. Frau Büttner.
Also vielen, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Das war für mich jetzt hochinteressant. Ich war in meinem Leben auch mal hier Stadträtin und 17 Jahre lang und fast die ganze Zeit auch im sogenannten Werkausschuss, also in allen Gremien der Stadtwerke, wo ich mit Wasser, also Energieversorgung und so weiter zu tun hatte und mich da auch sehr damit beschäftigt habe. Und heute bin ich hier als Vorsitzende von dem Förderverein Wise Kids. Also wir unterstützen Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen in Sambia. Sambia deshalb, weil ich, oh Gott, vor 40 Jahren mit meiner Familie in Sambia 3 Jahre gelebt habe und daher die Beziehung zu diesem Land. Mein Mann hat dort gearbeitet, also für das ganze südliche Afrika, damals ein Gewerkschaftsprojekt, also beim Aufbau der Gewerkschaften mitgeholfen. Ja, jetzt Wise Kids. Also wir unterstützen, vielmehr bezahlen wir Schulgeld für Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen. Daher kennen und wir besuchen diese, unsere sogenannten Partnerschulen, auch jedes Jahr. Und daher seit 15 Jahren und daher kenne ich also viel, was an den Schulen los ist. Unsere Zusammenarbeit ist hauptsächlich mit staatlichen Schulen und auch mit ein paar kirchlichen. Aber alle leiden unter Armut, unter Mangel an allem. Und zu diesem Mangel an allem gehört der Zugang zu Energie und auch Wasser. Also ich möchte gern das Wasser auch mit erwähnen, da das also ein wesentlicher Teil der Versorgung ist. Wie ist diese Situation an den Schulen? Also meistens sind es Internatsschulen, das heißt, die jungen Leute leben dort an der Schule während der Schulzeiten und 24 Stunden am Tag. Und wie geht es ihnen da? Sie bekommen Unterricht, sie bekommen 3-mal am Tag was zu essen und sie lernen dort auch. Aber die Situation ist so, dass dieses Lernen sehr erschwert ist dadurch, dass, wie es hier ja so drastisch schon geschildert wurde, eigentlich man immer unter Stromausfällen leidet. Diese Schulen sind am Stromnetz natürlich angeschlossen, nur, da muss ich jetzt ab Sambia kommen. Woher kommt der Strom hauptsächlich in Sambia? Der kommt vom Kariba-Staudamm, also hauptsächlich, oder? Ja. Wenn da Wasser drin ist. Ja, und da, also der Sambesi wurde vor, ich glaube, in den 60er Jahren aufgestaut. Der Kariba-Staudamm hat sich entwickelt, weil man dort eben Strom erzeugen wollte mit dem Wasser. Was passiert mit dem Strom seit dieser Zeit? Der wird hauptsächlich, soweit ich weiß, in den Kupfergürtel geliefert, also im Norden Sambias, um dort die Industrie, den Kupferabbau und die Verarbeitung aufrechtzuerhalten. Und er wird auch zum Teil nach meinen Kenntnissen verkauft, bis nach Südafrika und in die umliegenden Länder. Zur Solarenergie, noch schnell, zur Solarenergie. Meine Erfahrung ist, Sie haben das ja angesprochen, die Leute, zum Beispiel, wenn man an der Schule Photovoltaikanlage installiert, zum Beispiel um die Küche überhaupt zu versorgen mit Strom, brauche ich jemanden, der die wartet. Ich brauche natürlich unheimlich Geld, das muss über Sponsoren irgendwie finanziert werden. Jemand, der das wartet und da hapert es. Denn an den Schulen, ich rede jetzt von meinen Erfahrungen, wechseln die Lehrer alle paar Jahre. Man hat mal einen Ansprechpartner, dann ist der irgendwo anders. Schon hast du keinen Ansprechpartner mehr und der Neue hat null Ahnung. Du musst jedes Mal neu anfangen, jemanden zu schulen. Also die Schulung ist und die Wartung von diesen Anlagen
halte ich für ein Riesenproblem. Das kann man nur mit einer kontinuierlichen Mannschaft dort machen. Wenn die nicht da ist, geht es einen Bach runter. Es ist ja sogar mit den Wasserpumpen, wenn die versanden, dann hat man halt Pech gehabt. Gell? Also Solar, ich halte Solarenergie für unabdinglich, die muss aber, wie gesagt, da muss ein Team geschult werden und das muss kontinuierlich fortgeführt werden. Also würde helfen, den Schulen wenigstens etwas mit Strom versorgt zu werden. Es stehen natürlich überall auch mal so Generatoren, Dieselgeneratoren rum, die dann vielleicht die Lehrerzimmer und das Schulbüro mit Strom versorgen, damit sie wenigstens ihren Computer anwerfen können. Aber ansonsten, also mit Computer, also dass man lernt, mit den neuen Techniken umzugehen, ist auch also nur an privilegierten Schulen möglich. Ich glaube, wir kommen jetzt dann zum Ende. Das war's, ja. Genau. Also, wie gesagt, ich finde es super und finde das Projekt, was Sie da machen und was Sie da in Afrika in die Wege leiten, einfach toll. Aber genau. Es zeigt ganz schön, Sabine, wir kommen natürlich mit unserer wissenschaftlichen Brille daher, aber das Ganze hat auch eine Realität vor Ort und das sieht man eben an dem Wise Kids Verein, das, was wir quasi mit Statistiken der Internationalen Energieagentur und so weiter belegen, das hat aber auch eine reelle Welt, wie man so schön sagt, vor Ort, in dem Fall eben in Sambia, und die Schulen, die kenne ich auch zum Teil persönlich. Das ist aber ganz schön, das mal zu spiegeln, so die beiden Seiten. Genau. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Das haben wir früher am Samstagabend im Fernsehen immer gemacht. Wir bitten um Verständnis. Ja. Genau, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Ich denke, wir haben erkannt, dass sehr, sehr viel zu tun ist, vor allem auch im technischen Bereich. Das heißt, unsere Studierenden können sich da richtig austoben, nicht nur während dem Studium, sondern sicher auch danach. Und wir haben gesehen, dass das zwar ganz toll ist, diese Projekte, die wir oder mit Ines da angestoßen werden, aber letztendlich, Frau Büttner hat uns deutlich gezeigt, wie schwierig auch die Umsetzung ist vor Ort dann. Das habt ihr aber auch gesagt, man muss das Fischen lernen und nicht nur dem Fisch geben. Und ich denke, das ist das, was wir da mitnehmen können. Und ich würde damit halt den Teil jetzt erstmal so stehen lassen, würde schnell, bevor ein paar jetzt gleich gehen müssen, und bevor wir die Fragerunde noch starten, nochmal erinnern, also in 14 Tagen wäre dann eben der nächste Vortrag vom Professor Schrag. Und ich danke denen, die jetzt gehen müssen, schon dabei mal für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen. Und freue mich, wenn Sie das vielleicht auch ein bisschen raustragen, das, was wir da erfahren haben. Und ich würde jetzt eben schauen, dass wir noch ein paar Fragen beantworten können. Und zwar eine Frage ist jetzt hier gekommen, wie kann ich mich als Student des Bachelors in Energiesystemen erneuerbare Energien bei Ihnen, bei Ines engagieren? Wilfried? Ja, ich auf ganz viele Art und Weise, ich sage mal, auch schon in den ersten paar Semestern, als das, was wir als HIWI oder Hilfswissenschaftler bezeichnen. Wir haben immer Geld, um junge Leute mit ein paar Euro zu versorgen. Die machen dann mit in den Projekten, werden die integriert. Also die kriegen nicht irgendein Schubladen langweiliges Thema, sondern die werden in die Projekte aktiv mit integriert. Bei uns sind ja immer ein, zwei Wissenschaftler an so einem Projekt beteiligt und die Wissenschaftler würden dann quasi, nennen wir es mal die Nachwuchswissenschaftler, die jungen Studierenden auch mitbetreuen und denen interessante Aufgaben geben. Also überhaupt kein Thema. Das Ines ist übrigens auch auf der THI-Website zu finden. Wenn man da Ines googelt auf der Website und dann guckt Stellen, Angebote und Themen, da gibt es, habe ich gerade heute geguckt, so eine lange Liste. Ich glaube, 10 Jobs sind aktuell, glaube ich, sogar ausgeschrieben am Ines. Also nur machen und dann mit uns Kontakt aufnehmen. Ganz einfach eigentlich. Es wird noch gefragt, ob man das duale Studium machen kann beim Ines. Das geht ja nicht, weil wir eine Forschungseinrichtung sind. Willst du da Antworten drauf? Ja,
Nein, natürlich, geht natürlich nicht, weil wir ja kein Industriebetrieb sind und auch keine, sage ich mal, keine Ausbildung als solches anbieten, außer für unsere Doktoranden. Aber duales Studium geht natürlich schon mit Industriepartnern, die wir halt eher in der Region haben. Das geht natürlich schon, ja. Genau, und da gibt es ja zwei verschiedene Arten, eben, dass man eine Lehre parallel macht oder eben mit vertiefter Praxis. Genau. Mhm. Aber zu jedem Zeitpunkt kann man sich eigentlich mit dem Ines zusammentun, eben als Unterstützer, als Mitarbeiter. Ich habe vergessen, Bachelorarbeit natürlich, Masterarbeit, alles. Wir haben ständig junge Leute hier, die bei uns mitarbeiten, die im Allgemeinen eben in die Projekte eingebunden sind, die also live miterleben, was da los ist. Ich habe jetzt auch noch Frage, und zwar sind ja auch Studierende schon ins Praxissemester runtergegangen. Könnt ihr da ein Beispiel erzählen, was im Rahmen von so einem Praxissemester dort gemacht werden kann? Ja, also die Caroline Knepper hat erneuerbare Energien bei uns studiert und hat dann ihr Praxissemester in Namibia gemacht, hat dort mit einer Firma, die wir vermittelt haben, also wir haben ja auch viele Kontakte zu Firmen in afrikanischen Ländern, hat dort quasi dort an Projekten mitgearbeitet, hat Solaranlagen mit aufgebaut, hat Wartung gemacht, hat Solaranlagenplanung gemacht. Und die Caroline studiert inzwischen bei uns einen Master und ist auch eingebunden in ein Solarenergieprojekt in Marokko und Tunesien. Also sie ist bei uns geblieben und bei Afrika geblieben, jetzt zwar im Norden, aber sie ist nach wie vor bei uns. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben andere Studierende in Südafrika gehabt, in Sambia schon gehabt. Also das kommt immer wieder vor. Ich meine, natürlich, klar, der Aufwand, ein Praktikum in Afrika zu machen, ist im Vorfeld größer. Aber die Erfahrung, die man dort sammelt, ist einfach unbezahlbar groß. Und deshalb würde ich sogar sagen, auch der Aufwand in der Vorbereitung, der natürlich größer ist, der rentiert sich. Weil so eine Erfahrung kann man möglicherweise in seinem Leben nur einmal machen. Und da können wir gerne unterstützen. Wie schaut es dann aus mit Auslandssemester dort an der Uni zu machen? Sind da konkrete Kontakte da oder geht das alles nur über die International Office? Geht auch, aber da ist Ines eigentlich nur der Vermittler. Wir haben ja viele als Ines viele Hochschulkontakte und wir vermitteln die Hochschulkontakte quasi an unser International Office. Es gibt auch schon einige Hochschulen, mit denen wir auch ein formelles Agreement haben, also nicht nur so ein lockeres oder nicht nur Forschung, sondern es gibt auch schon Verträge zwischen Hochschulen, in Nairobi, in Windhoek, in Namibia, in Südafrika, wo also unsere Studierenden hingehen können. Da sind wir eigentlich nur so ein bisschen der Vermittler. Aber natürlich ist das International Office der eigentliche Ansprechpartner. Aber die sind ja eingebunden in unsere Afrika-Aktivitäten. Genau, dann haben wir hier noch einen Gruß bekommen aus Münster. Da hat sich jemand gefreut, dass wir online diesen Vortrag haben und wir sind herzliche Grüße und noch viel Erfolg für Ines. Danke. Schön. Genau, ist noch eine Frage da, sonst denke ich, weil es ja schon relativ spät ist, hätte ich gesagt, wir bringen es zu einem Ende. Kontaktadresse ist klar, den Wilfried Zörner kennt sowieso jeder, zumindest von unserem Studiengang, von unserer Hochschule. Und Frau Büttner, Ihnen auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie noch Ihren Beitrag da geleistet haben, dass das ein rundes Bild geworden ist von Afrika. Carina, vielen Dank, super, mit der Technik hat alles geklappt. Und dann vielen Dank. Gell? Wir wollen uns auch bedanken. Okay. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben den Spaß gehabt in der Vorbereitung. Und das war auch jetzt interessant, hier auch wenn wir nur so einen komischen Bildschirm reinreden. Aber für uns war es schön, dass Frau Büttner wieder mal da war, hat uns auch irgendwie gefreut. Und wir hoffen, dass all die Zuhörer da draußen auch Spaß hatten. Und wir freuen uns über jedes weitere Feedback per E-Mail oder so. Und ja, und schönen Abend euch allen da draußen. Dankeschön. Von meiner Seite auch. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Bis in 14 Tagen. Tschüss.